Moin, moin und hallo Leute, hier ist mal wieder Mr. Apfelmus und ich begrüße euch zu einem weiteren MW3 Gameplay auf unserem Channel. Heute auf der Map C-Town mal wieder. Am Start habe ich die MP5 mit Schalldämpfer und Schnellfeuer. Als Sekundärwaffe natürlich die MP9 mit Schalldämpfer. Als Granate habe ich dabei die Semtex. Sekundärzubehör müsste wie immer das portable Radar sein. Die Perks sind Extrembedingungen Pro, Hardliner Pro und Ruhige Hand Pro. Und als Paket habe ich das Spezialistenpaket, weil, keine Ahnung, irgendwie hatte ich mal wieder Bock auf Spezialistenklasse zu gehen und das ist sowieso dann immer meine Rusher-Klasse, mit der ich dann immer in den gegnerischen Spawn heize und versuche einfach so viele Kills wie möglich zu machen. Ja, gleich mal vorneweg. Das, Gameplay geht aus mit einer Moab. Leider kriege ich die nicht mehr ganz reingerufen, also reingerufen schon noch, aber, die zündet nicht mehr. Ist ein bisschen schade, aber naja, meine Güte, was soll's. Wie dem auch sei, es sollte natürlich nicht ums Gameplay gehen, sondern ich will mit euch über was ganz anderes reden. Nämlich, wie sieht das jetzt aus mit unseren Let's Plays? Ja, beziehungsweise besonders mit meinen Let's Plays. Ihr habt ja gemerkt, GTA 3 kommt gar nicht mehr. Tomb Raider Anniversary kommt ziemlich selten und Minecraft, naja, kommt auch in letzter Zeit nicht mehr. Das hat einen guten Grund. Ja, ich habe nochmal mein Betriebssystem nur aufgesetzt, habe jetzt endlich Windows 7, 64-Bit. Von daher müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass das demnächst nochmal passiert. Gleichzeitig habe ich natürlich aber wieder mal, weil ich so ein mega Bob bin, den Fehler gemacht und vergessen, meine Minecraft-Saves zu sichern. Des Weiteren habe ich immer noch nicht meine GTA 3-Saves gefunden. So dass diese sowieso verloren gegangen sind und ich habe wirklich irgendwie keine Lust nochmal mir aus dem Internet ein Savegame runterzuladen, mit dem ich eigentlich nichts am Hut habe und es dann so weiter zu spielen. Ich glaube, das seht ihr ein. Nebenbei, hier war ein schöner Lag wieder mittendrin und der Kinomodus kann es natürlich nicht verschleiern. Wie gesagt, Minecraft sind die Saves leider auch weg, habe ich kein Backup gemacht. Tut mir ein bisschen leid, aber ich habe auch in der Zeit, wo ich das eben gemacht habe, rausgefunden, dass Minecraft, glaube ich, nicht meine Art von Let's Play ist. Ihr seht ja, ich rede gern ab und zu mal ein bisschen Blödsinn und Scheiße oder spiele gerne Spiele, sage ich mal, in denen viel Scheiße passiert, wo ich dann drüber Witze machen kann. Bei Minecraft ist das ja eher nicht der Fall. Also ich sag mal, man hat schon ab und zu aufregende Sachen, wenn man was erkundet oder dergleichen, aber wenn ich einfach mal 3 Folgen nur was baue, dann kann ich die ganze Zeit, war ich die ganze Zeit fast nur am sagen, gut, und jetzt setze ich diesen Block dahin und jetzt kommt der dahin. Und das kann natürlich irgendwie nicht sein, das ist nicht irgendwie Sinn, finde ich, eines Let's Plays. Nur das zu kommentieren, was man macht, sage ich mal, sondern da sollte noch ein bisschen was anderes hinterstecken, so dass ich mich jetzt von diesen Spielen erstmal entfernt habe. Aber ihr seht schon, wie gesagt, ich habe ja ein neues Projekt, XCOM Enemy Unknown. Das persönlich macht mir im Moment sehr viel Spaß und Fallout 3 wird auch weiterhin kommen. Ich denke gerade nach, was habe ich noch so am Laufen? Just Cause habe ich fertig. Ja, wie dem auch sei, mehr weiß ich erstmal nicht. Für die ganz aufmerksamen Zuschauer, denke ich mal, unter euch und die, die keinen Adblock haben oder Adblock Plus, das ist so ein Add-on für den Mozilla Firefox, denen wird auch aufgefallen sein, dass ich erstmal Videos, Werbung auf unsere Videos geschalten habe, so rum. Dabei geht es uns nicht ums Geld, das kann ich euch schwören, Leute, wir haben noch nicht mal ein Google AdSense-Konto, von daher würden wir da sowieso kein Geld kriegen. Mir ging es eher darum, dass wir ein Thumbnail auf die Videos jeweils legen können, also ein Bild, das eben angezeigt wird, wenn man, sage ich mal, bevor man auf das Video klickt, kennt ihr ja sicher alle. Und das kann man eben inzwischen schon erstellen, wenn man einfach die Videos monetarisiert. Früher war das so, dass man offizielle YouTube-Partner sein musste, das ist jetzt eben nicht mehr so. Und deswegen habe ich das mit der Monetarisierung gemacht. Also, seid mir nicht böse. Wenn nicht, wie gesagt, ich, für alle, die Mozilla Firefox nehmen, ich werde den Link für Adblock Plus, für dieses Add-on, unten in die Beschreibung mitpacken, sodass ihr euch das ziehen könnt, sodass ihr nicht von der Werbung belästigt werdet. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, nochmal zurück zum Gameplay, denke ich mal kurz. Die MP5 mit Schalldämpfer und Schnellfeuer. Wunderschöne Waffe, seit dem Update ist die MP5 ja nochmal einen Tick besser. Ich glaube, da wurde die Feuerrate sowieso erhöht. Und sie ist auch ein halbwegs großes Biest über Distanz. Also macht ziemlich viel Schaden. Ich glaube, die killt mit maximal 5 Schüssen auf Distanz. Also auch ziemlich gut. Ja, besonders hier habe ich jetzt am Ende gemerkt, oh Mist, ich habe einen ziemlich geiles Streak und jetzt geht die Zeit langsam zu Ende. Ich muss mich mal beeilen, aber ich wollte auch nicht unvorsichtig sein. Jetzt kriege ich ihn. Ach nee, jetzt ist er noch gar nicht. Ach, Schande. Jetzt kriege ich ihn und Fluch der Moab sofort danach verrecken. Und jetzt werdet ihr sehen, zack, ich rufe das Ding rein und das Spiel ist beendet.
irgendwie schon ein bisschen schade. Naja, meine Güte, was soll's, ne? Dafür wird die Killcam jetzt auch nochmal ein wunderschöner Moab-Zeitlupe gezeigt. Bam. Wow, mega krass. Ja. Ich denke gerade nach, gibt's sonst noch was zu sagen? Nein, eigentlich nicht. Das Video schließlich vorbei, ne? Also Leute, das war's von mir. Stay tuned. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.